Ja, meine lieben Freunde, und damit ein Hallo und recht herzliches Willkommen hier zurück zur nächsten Folge hier vom Projekt LSN19 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Version, ja, 1.7. Und ja, wo ihr seht, sind wir hier wieder am Weizenfeld angelangt. Da ja jetzt der Regen von den letzten Folgen vorbei ist, das Stroh, was hier lag, hat es natürlich nicht überlebt. Ja, würde ich jetzt behaupten, fangen wir heute wieder an. Stellen unseren Kollegen hier wieder ein, dass der hier weitermacht. Ja, dass wir das Weizen runterkriegen. Und ich hole mal meinen Ladewagen. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir heute so viel wie möglich noch Stroh runterkriegen. Vom Felde. Weil, ja. Irgendwie müssen wir ja mal fertig werden. So, wo steht eigentlich jetzt mein Abfahrer? Der sollte da eigentlich hier stehen. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Der ist bestimmt wieder irgendwo stecken geblieben. Ah. Moment. Aha. Er steht hier. Ja, gut. Dann müssen wir gerade dich mal hier. Ups. Etwas beiseite fahren. Deswegen konnte der nicht dahin kommen. Da stand noch er einer im Weg. Ja, gut. Dann ist ja der Plan für heute eigentlich ganz, ganz, ganz einfach gehalten. Ja. Stroh abfahren, ja, Weizen abfahren und hoffen, dass wir zügig vorankommen, weil die Zeit drängt. Wir sollten so langsam aber sicher mal hinterherkommen, sofern uns nicht der Regen wieder alles verhagelt. Sollte das so machbar sein? Schauen wir mal. So. Dann fahren wir hier mal. Da gehen die Schwade ja hier noch, die hier jetzt der Licht dort geht. Die sind nicht so extrem wie die vom Gras letztens. Da hat er ja ganz schön zu knabbeln gehabt, der Jude. Aber das sollte hier jetzt eigentlich machbar sein. Bin ja gespannt, wie viel Stroh jetzt hier rum vorbei runterkommt vom Feld. Und ich hoffe ja mal, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt auch mal wieder mitspielt. Nicht wie in den letzten zwei Folgen, glaube ich, war es. Die müssten jetzt dann, denke ich mal, schon draußen sein. Ja, wo dann einfach mal der Rest hinten fehlt. Was ich ja leider nicht ganz vermieden lassen habe oder vermeiden konnte. Was mich aber wirklich ein bisschen ärgert. Und ich habe noch nicht rausgefunden, woran es letztendlich wirklich liegt. Weil bis jetzt lief immer alles. Und jetzt macht er wieder so einen Bockmist hier, keine Ahnung. Muss ich mal beobachten, was das jetzt wirklich ist. Ob es sich wieder gibt oder nicht, aber. Ärgerlich wäre es schon, wenn das jetzt wieder so unverhofft losgeht. Aber gut, gucken wir mal. Wir lassen uns davon mal jetzt nicht die Laune verderben. Und mein Abfahrer ist ja mittlerweile wieder auf dem Felde.
Sehen tue ich ihn gerade nicht. Aber ich denke mal doch, der müsste irgendwo da stehen. Wahrscheinlich sehe ich ihn bloß jetzt nicht von der Entfernung her. Das könnte natürlich sein. Aber na, gucken wir mal. Schauen wir mal. Wir werden es ja gleich sehen, wenn wir eh wieder vom Feld runter müssen. Um abzuladen. Da kann man nämlich die Mischfutterproduktion schon mal stoppen. Weil da haben wir ja nun alles drin, was wir brauchen. Mit dem Heu dann zusammen, mit dem Stroh dann zusammen. Haben wir ja dann alles. Naja, er muss entladen werden. Na, mal gucken. Schauen wir mal, ob mein Abfahrer das mitgekriegt hat. Noch sieht es nicht so aus. Ich frage mich ja sowieso, wo der jetzt schon wieder abgeblieben ist. Nicht, dass der jetzt... ich ahne noch, wo er vielleicht steht. Ach ja, oben bestimmt am... na, beim Dünger. Da steht doch noch der andere... Mein anderer... Dingsbums. Na, Traktor. Ich glaube, da steht er jetzt noch. Kann ich ja lange warten. Da kann ich lange warten. Moment. Den holen wir gleich. Da fahren wir ja jetzt eh in die Richtung. Und ja, da holen wir den mal ab. Den guten. Und habe ich recht? Jawohl. Genau da, wo ich schon dachte, dass er steht. Weil der dort noch im Weg stand. Obwohl, wir könnten dem hier eigentlich... Ich würde sagen, fahr mal und lad mal ein bisschen was, mein Junge. So, warte, jetzt stehe ich bestimmt mit meinem wieder im Weg, oder? Ja, ich sag ja. So, da rollt die Kolonne wieder. So, damit läuft dann die Mischfutterproduktion auch. Das heißt, unsere Tiere können wir dann ab nächstes Jahr auch versorgen. Ja, da geht's doch so langsam, aber sicher mal voran. Ah ja, mein Autodrive
Fahrer ist schon da, sehr schön. Gut, dann hat das funktioniert, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das läuft sehr, sehr gut. So. Der will jetzt nicht wirklich hier lang fahren. Na, das wird doch schon wieder scheiße da hinten. Sehe ich doch jetzt schon wieder. Der kommt aber doch nicht rum, weil Autodrive meint, ja, ich stelle mich da jetzt an. Ich will ja dort unbedingt hin. Oh Gott. Oh je. Oh oh. Geht das gut? Geht das gut? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Ich fahre ja schon hierher. Ja, weil der Autodriver aber auch so doof ist und da aber auch nicht klein beigeben will. Ja Mensch, lass doch mal jetzt. Oh, Alter. Sag mal. Wo willst du denn hin? Du sollst nicht. Oh, ernsthaft. Ist das dein fucking Ernst? Ach Mann. Komm, beweg deine Asche hoch. Fahr hier weiter. Manchmal kann beides sehr, sehr. Ja, anstrengend sein. Sowohl Autodrive wie auch Curseplay. Was ihr ja jetzt gerade gemerkt habt. Weil keiner will klein beigeben. Und ja. So, will er jetzt gar nicht hier lang fahren oder was? Toll, wofür habe ich ihn da jetzt? Na gut, dann bleibt er da eben stehen. Ich weiß zwar nicht warum. Ach ja. Und wir sammeln fleißig Stroh weiter. Stroh sammeln ist schön. Vor allem, das wird hier noch eine Menge werden. Auf den Feldern. Davon gehe ich mal ganz, ganz stark aus. Was aber nicht so schlimm ist, brauchen tun wir es eh. Ja, und wie gesagt, was ins Lager geht, packe ich rein. Und was nicht, das wird zu Pellets gepresst, fertig aus. Und verkauft. Denke ich. Oder eingelagert, je nachdem. Müssen wir mal gucken.
jetzt fährt er los. Jetzt fährt er wieder los. Ist er gerufen worden von seinem Abfahrer? Ganz schöne Schlangenlinien hier da drin, ey. Mensch, Kollege. Das geht nicht gut aus. Oder? Sag ich doch. Typisch Autodrive. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, Leute. Weil anstatt dass der auch wartet oder so, nein, ja. Toll, mach ich die Frucht kaputt. Ach man, ja. Steigt doch jetzt hier ein, Mensch. Hallo. Och. Also manchmal unmöglich. Unmöglich, die Leute. So. Na, mal gucken, ob das noch alles schnell geht. Und fährt er weg. Okay. Und jetzt treffen die sich doch gleich nochmal. Ich wusste es doch. Mann, 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 Mann. Ach ja, also manchmal ist die Zusammensetzung von Autodrive und Crossplay noch nicht so wirklich ja, ganz ausgereift. Da fährt der eine den anderen über den Haufen. Eieiei. Eieiei. So, so, so. Wo fährt er jetzt hin? Eine Runde oder was? Oh Mann. Na ja, gut. Warum hat er jetzt hier vorne was stehen lassen? Das weiß über der keiner. Nee, nee, nee. Na ja, gut. Wir werden sehen. Wir werden schauen, was daraus geworden wird. Sein, tun, können. Mal schauen. So, die Ladung. Haben wir dann auch wieder voll. Ja. Und nach der Ladung mache ich dann erstmal hier wieder einen kleinen Cut. Folgenende ist schon wieder erreicht. So, laden wir raus und dann.
ist erstmal ja Pause. So, warum arbeitet er jetzt nicht? Oder arbeitet das Ding? Ja, weiß noch nicht, weil wir nicht genug haben. Heute sind 50%, ja, haben wir 29. 25 Silage, na gut, das passt auch noch nicht ganz, ja. Stroh 25, ja gut, dann müssen wir da noch, müssen wir nachbessern, das ist doof. Eieieiei, müssen wir dann doch noch mal ein bisschen was nachholen, also Silage kann ich ja jetzt mal noch fix holen. Mal gucken. Und den Rest, das muss ich dann mal so nebenbei immer mal auffüllen lassen. Heuballen habe ich ja genug da, muss ich halt eben mal wieder aufschneiden, mal klein machen wieder. Das muss ich hier füttern können. Silage haben wir ja erstmal hier. Das ist ganz, ganz gut. Aber auch die wird uns bald ausgehen. Wie ich gesehen habe. Na, müssen wir gucken. Ja, müssen wir uns anschauen. Mensch, der Tucano muss aber schnell wieder entladen werden. Ja, war da erst vorhin, Mensch, sag mal. Meine Güte. Also, ja, da kommt ordentlich was runter vom Feld. Würde ich jetzt mal so bemerkt haben. So, laden wir mal nochmal Silage aus. Da haben wir dann das wenigstens erstmal zu 25%. Hoffe ich. Und den Rest, naja. Da müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Das ist noch nicht so wie gewünscht, aber ja. Jetzt sollte das schon mal passen. Stroh kriegen wir hin, 25%. Ja, und Heu, ja, das muss ich dann zwischendrin mal mitmachen, dass da mal die Sachen alle mal auseinandernehme. So, da wird jetzt noch mal zum Feld gefahren und dann ist das auch hier schon wieder zu Ende mit der Folge. Dann haben wir schon wieder eine ganze, ganze Ecke geschafft. Na gut, das ist viel. Viel nicht, aber es reicht. Ach, hier vorne stellen sie schon was. Cool. So, dann fahren wir hier aufs Feld drauf. Der wird ja, denke ich, mal gleich abfahren, oder? Wie viel hat er? 94, ne? 94. Ja, da fährt er dann gleich ab. Perfekt. So, ich fahre hier auf, damit der mich nicht über den Haufen fährt. So. Gut, meine Leute. Dann war es das erstmal hier mit der Folge. Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs fleißige Einschalten, Zuschauen und dabei sein. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Ja, und natürlich sei auch gesagt, lasst gerne einen Daumen oder ein Abo da. Und natürlich auch gerne fleißig kommentieren. Nur so kann ich rausfinden, was euch gut gefällt, was nicht. Und kann dementsprechend handeln. Ja, und nochmal für alle neuen Mitglieder hier auf dem Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr von mir keine Folge mehr und seid auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ja, das war's hier von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später. Haut rein. Tschüssi.